Moin Leute und herzlich willkommen zum ersten Farmvlog im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid allesamt gut ins neue Jahr gekommen. Wir haben heute den 12. Januar und sind am Mischtfahren. Wir haben leichte Bodenfröste, somit können wir die Befahrbarkeit nutzen. Über Nacht waren minus 4 Grad gemeldet. Ja, die hat man nicht ganz, leider nur minus 2. Und wir sind jetzt unterwegs, einmal im Steier. Hoppa, einmal im Steier. Und der Kollege fährt wieder mit dem Fendt. So schaut's aus. Ja, jetzt fahren wir so lange, wie es geht. So lange, wie die Befahrbarkeit gegeben ist. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, Düngeproblematik im Vergleich zu letztem Jahr hat sich bisher noch nichts geändert. Ja, man kriegt immer noch keinen Dünger bei. Und wenn, dann nur schwer oder ja, eigentlich überhaupt nicht. Ja, überteuert auf jeden Fall, gar keine Frage, nach wie vor. Aber die Sache ist, dass der Dünger nicht nur überteuert ist, sondern dass man wirklich gar keinen mehr beibekommt. Ne? Da sind wir dankbar über alles, was man habe oder über alles, was man kriege, in dem Fall jetzt auch der Mischt. Ja? Aber mit dem Mischt allein kriegen wir den Nährstoffbedarf nicht gedeckt. Und da haben wir ein ganz großes Problem und das ist eine große Herausforderung, auch gleich zu Anfang. Ja? Ich meine, wir haben jetzt Januar, Ende Februar, ja, oder Anfang März, Mitte März wird bereits schon die erste Gabe gestreut, gedüngt, ja, und bis dahin ist es nicht mehr allzu lang und da müssen wir irgendwie gucken, dass wir Dünger beibekommen. Ich habe jetzt schon rumtelefoniert wegen Gülle, aber die Gülle ringsum von den Betrieben, die ist auch mittlerweile schon verplant. Naja, mal schauen, was sich da noch tut. Auf jeden Fall haben wir hier die Problematik mit der Düngerbeschaffung nach wie vor. So sieht's aus. Ich habe schon mit einem Kollegen gesprochen. Und habe jetzt hier noch die GoPro Hero 6 dabei. Ich filme aktuell mit der Hero 10. Und der wird später ein bisschen so ja, Capture-Aufnahmen machen, ein paar Capture-Aufnahmen vom Fendt. Die werde ich euch dann noch später einblenden. Und dann will ich mal schauen, wenn wir hier fertig sind. Möchte ich die Betriebsstundenzähler ablesen. Ich hatte ja zu euch gesagt, dass ich mit Jahr einmal rum ist, wenn es ja durch ist, dass ich euch sage, welcher Schlepper wie viel Betriebsstunde im Jahr gemacht hat. Genau, das werden wir dann später auch noch machen und dann schauen wir mal, was uns noch erwartet. Gell? Ich nehme euch mit wie immer und wünsche euch viel Spaß in diesem Jahr mit diesem Video und natürlich auch mit allen weiteren Videos. You're so beautiful and I can't deny. My heart is always with you. My head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. Guess I didn't know it went this way. One drink too much and I could see your face. Why did I let you go? How could I let you leave? Will I ever see you? And do you think of me? Love, let me go, 'cause I've been holding up for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. We'll be right back.
Leute, die Air wird es geschafft, der Misthof ist leer. Wir haben nach wie vor noch schönstes Wetter. Und ja, ich bin zufrieden, was will man mehr? Der Schlepper ist mittlerweile schon wieder sauber gemacht. Befahrbarkeit war gegeben bis zur letzten Tour. Die letzte Fuhre, da war es ziemlich schmierig, aber klar, Sonne kam raus. Und heute Morgen war ich noch skeptisch, dass wir den Misthof überhaupt leer bekommen. Aber der Kollege ist ja noch mitgefahren mit seinem Fendt. Da hat der die Aufnahmen eben gesehen. Und zu zweit ging das ratzfatz, echt einwandfrei. Ja, Schlepper wieder sauber gemacht. Letzte Tour dann ein bisschen eingesaut, aber man sieht schon nichts mehr davon. Abgedampft, Felgen sauber gemacht, Kotflügel sauber gemacht. Von unten ein bisschen sauber gemacht. Und den Hänger, den ich geliehen hatte, den habe ich ebenfalls sauber gemacht. Wir kümmern uns gleich um die Maschinenstunden, die die einzelnen, ja, oder der einzelne Schlepper im letzten Jahr gelaufen ist. Aber bevor wir das machen, wollte ich noch was anmerken. So sieht's aus. Und zwar habe ich ja am 31.12. das Gewinnspiel aufgelöst. Und da gab es 3 Gewinner, ne? Viele von euch haben es mitbekommen. Aber ich glaube, nicht jeder Gewinner hat es mitbekommen. Weil von 3 Gewinnern, ne, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, hat sich bisher nur der zweite Platz gemeldet. Also ein Gewinner von 3. Die Frage ist jetzt, haben die 2 anderen Gewinner sich bereits bei mir gemeldet und die Nachricht ist untergegangen? Weil das kommt ab und zu mal vor, gerade zwischen Weihnachten und Neujahr. Da haben einige geschrieben, frohes Fest und guten Rutsch und so. Ne? Und da kann es durchaus möglich sein, dass deine Nachricht untergegangen ist. Gell? Und falls du das hier siehst, dann darfst du dich gerne bei mir melden oder auch nochmal melden, falls du dich schon mal gemeldet hast, weil das wäre ja echt schade, ne? Ihr dürft euch eure Gewinne ruhig abholen, wenn es schon mal ein Gewinnspiel gibt. So schaut's aus. Also, kommen wir zu den Maschinenstunden. Der Steyr ist gelaufen in diesem Jahr, nee, im letzten Jahr, Quatsch, im letzten Jahr. Ja, da könnt ihr schauen, mit 400 Betriebsstunden habe ich ihn bekommen. Und heute Morgen bin ich auf den Schlepper gestiegen, da waren 488 auf dem Taro. Also 88 Betriebsstunden hat er bei mir bekommen. Ich habe ihn mit 400 Kult und mit ja, 408 habe ich ihn dann beim Seiler abgekult. Und das war im Mai letzten Jahres. Und seitdem ist er jetzt bei mir 80 Betriebsstunden gelaufen. Ja, nicht allzu viel. Der August über, wo auch ein ziemlich arbeitsreicher Monat ist, war er nicht da, da war er leider in der Werkstatt, sonst hätte er ein paar Stunden mehr, aber trotzdem, unterm Strich ist nicht viel, was er gelaufen ist. In diesem Jahr soll er auf jeden Fall mehr laufen, aber ja, das sehen wir ja dann letztendlich, was noch kommt. So, machen wir da wieder Zündung aus, bevor wir es vergessen und der Bulldog morgen wie auch geht. Wobei, ich brauche ihn morgen gar nicht, glaube ich. Ne, morgen brauche ich nicht. So, machen wir noch das Strom tot. Also, 80 Betriebsstunden seit Mai. Die meisten von euch werden jetzt sagen, oh, der Bulldog, der ist nicht ausgelastet. Oder viele werden auch dabei sein. Ja, ich weiß, dass der Schlepper momentan noch ein relativ entspanntes Leben bei mir hat. Und mit 80 Stunden ist er natürlich, ja, wie soll man sagen, nicht ausgelastet, aber... Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Das ist mir schon bewusst. Also der Steyr, das ist eine Maschine, mit der macht man 600-700 Stunden oder noch mehr im Jahr. Also das ist durchaus möglich. Und das soll in Zukunft ja auch mehr laufen. Ne? Es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Ne? Ich denke, wir verstehen uns. So schaut's aus. Also, gehen wir über zum 633. Der Gude, der war der dieses Jahr schon im Einsatz? Ich glaube nicht. Zumindest war ich nicht mit unterwegs. Vielleicht war mein Vater schon mit unterwegs, ne? Weil ich habe die Betriebsstunden jetzt aktueller Stand heute rausgeschrieben. Und ja, ich war ja dieses Jahr noch nicht mit ihm unterwegs, deswegen müsste es ungefähr stimmen. Ja, also der 633 hat im letzten Jahr, Moment, aufgeschrieben hatte ich Anfang des Jahres 2021 8741 Betriebsstunden. Ja, und jetzt steht auf der Uhr 8888. Ja, also sind es 147 Betriebsstunden, wo der 633 gemacht hat. Ne? Ja, da merkt man auf jeden Fall, der hat noch seine Daseinsberechtigung. Ja, der wird auch noch weiterhin genutzt, logischerweise. Und dann kommen wir zum 353, der momentan ja als Ablageplatz dient
und völlig zugestellt ist, aber ich brauche momentan auch nicht und deswegen, ja, gut, die Motorhaube und alles müssen wir jetzt nicht unbedingt zulegen, aber die Plane und Spanngurte und Co., ne? Das ist so, man kommt eben fix hier rein, legt was ab, läuft weiter und dann bleibt es meistens so lang liegen, bis man der Schlepper eben wieder braucht, ne? Ja, ich denke, bei euch ist es nicht viel anders, ne? Also, kommen wir zu der Betriebsstunde. Aufgeschrieben, Anfang 2021 hatte ich 7.831 Betriebsstunden und eben vom Betriebsstundenzähler abgelesen hatte ich 7.962. Ja, also laut dem jetzt hat er 353 im letzten Jahr 131 Betriebsstunden gemacht. Also eigentlich kann ich mir das fast nicht vorstellen. Ja? Klar, er war im Einsatz, aber so viel? Ich habe mir die Jahre zuvor als 30 Betriebsstunden bewegt oder so. Oder vielleicht auf 36, ja. Aber das war's dann auch schon wieder. Gut, dieses Jahr, ich hab mal auch wieder bei der Kartoffel im Einsatz gehabt, zum Kartoffellegen, zum Durchhacken. Ich habe fast alle zwei Wochen die Kartoffeln durchgehackt. Was haben wir noch gemacht? Kartoffeln gehäufelt. Ich habe ab und zu Holz mitgefahren. Gut, ich habe Kartoffeln rausgemacht. Und ich habe noch im Lohn Kartoffeln rausgemacht. Ja, gut, ne? Also laut dem waren es 131 Betriebsstunden. Wundert mich echt, hätte nicht gedacht, dass es so viel sind. Aber ja, ja, gut, zum Heuwenden habe ich auch noch genutzt, richtig, beim Heumachen. Und ab und zu halt mal einen Hänger mit rumgezogen. Jo, ne? Aber dass da 131 Betriebsstunden zusammenkommen, hätte ich nicht erwartet. Ja. Also, Case, ja, brauchen wir eigentlich gar nicht drauf, gell? Der ist momentan noch dreckig wie Sau, mit dem war ich gestern unterwegs noch, hab Holz gefahren, da habe ich aber nichts gefilmt. Und ja, Betriebsstunden, fahr mal 75C, ne? Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres 1240 und abgelesen habe ich jetzt 1430, ja. Das sind 190 Betriebsstunden, da kann man von gestern noch ein paar Betriebsstunden abzählen, also hat er dann wahrscheinlich gemacht 187, ja. Ja, 187, aber kann man aufrunden, kann man sagen, 190 Stunden hat er gemacht. Und dann haben wir den Steier, den habe ich ja schon gesagt, und den Mähdrescher. Mähdrescher bin ich jetzt nicht hochgegangen und habe den Stundenzähler abgelesen, weil Mähdrescher, ich glaube, nach dem ersten Ernteeinsatz, nach dem ersten Erntetag, war es so, dass die Betriebsstunden nicht mehr gezählt wurden. Ne? Da hatte ich ja das Malheur mit der Lichtmaschine und Co. Und da muss ich jetzt nochmal beigehen in diesem Jahr. Und bevor es dann letztendlich losgeht, haben wir Gott sei Dank noch Zeit. Das sage ich jetzt noch. Ne? Ich sehe es kommen. Ruckzuck ist dann wieder Ernte, weil tausend andere Dinge noch sind. Und da muss man noch beigehen und schauen wegen Betriebsstundenzähler. Und deswegen haben wir da jetzt keine Betriebsstunden. Ja, aber was wird der gelaufen sein? Ich schätze jetzt einfach mal, dass der Dominator 85 über die Saison vielleicht, gut, der läuft nicht viel, ne? Das sind vielleicht mit von, ja, wenn man alles zusammen, vielleicht Ernteeinsatz und ne, von A nach B fahren, vielleicht 20 Betriebsstunden, dann hat sich die Sache aber auch, ne? So sieht's aus, gell? Also, ihr wisst Bescheid, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Vlog. Mal schauen, was die Tage noch geschieht, was die Woche noch geschieht und was das Jahr über so geschieht. Ne? Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen. Ich weiß nicht, wann das Video erscheint. Oder ein schönes Wochenende. Gell? Also bis dahin, gute Zeit. Ciao, ciao.